Morgen. Ich sitze hier und warte auf Daniel, der endlich nur kurz zu Hermes wollte, was abgeben und wiederkommen. Aber ist er schon eine Stunde weg? Ich habe keine Ahnung, was er macht. Und die Hand ist fast wieder in Ordnung, ja? Das habe ich jetzt da. Er gibt mir eine Packung Fleischzeug, die ich in den Kühlfach machen will. Hat dort die Hand voll. Ich halte ihm die Hände hin, um den Rest dann entgegenzunehmen. Dann schmeißt er es in die Tasche und dabei hat mich so ein Plastikzeug dann geritzt. Hat erstmal angefangen zu bluten. Meine Mutter ist ein Pflaster gegeben. Kann ich wahrscheinlich auch wieder abmachen, aber vorhin hat es halt geblutet. Ja, jetzt weiß ich nicht, wo er bleibt. Wir wollen ja das Zeug da drüben machen. Ich will auch nicht mehr rübergehen. Ich will nicht ganz sitzen. Aber ich warte, dass er wiederkommt. Keine Ahnung. Was soll sowas? Ich hoffe, es ist nichts passiert, dass er nicht wieder vom Roller geflogen ist. Im Roller hinfahren. Das kurze Stückchen. Ja, oder er bastelt wieder im Keller tausend Sachen. Kann natürlich auch sein. Sowas nervt mich. Sowas nervt mich richtig. Man soll das einfach sagen und nicht. Da ist er. Wow. Na gut. Stunde später. Jetzt flog hier gerade eine Seifenblase an meinem Fenster vorbei. Und wir können das hier doch noch nicht machen, was wir machen wollten. Wir hatten einen Keil von meiner Mutter bekommen, wir die Tür da festmachen können, damit sie ein Stückchen aufbleiben kann. Das geht mit dem aber nicht. Das würde Teddy aufschubsen. Muss ja irgendwas sein, was wirklich sitzt. Hat eine weitere Teile bestellt, die sollten heute ankommen. Und meine Tasche, die ich bestellt habe, ich weiß gar nicht, ob ich es im Blog erzählt habe, ich habe eine Tasche bestellt, die genau meine Farbe hat und die sollte eigentlich am. Da kommt mir eine Seifenblase an. Wo kommt die denn her? Was fährt da hin? Die haben doch gar keine Seifenblasen da unten. Oder? Da sind es ja Kinder auf dem Balkon. Blitz auf dem Spielplatz, aber die haben keine Seifenblasen. Und die würden es auch nicht hinkriegen, sind zu klein. Oder da vorne vielleicht? Keine Ahnung. Seifenblasen. Da kommt er von einer ganz anderen Richtung. Egal. Ja, jedenfalls kommt die Tasche heute schon an. Finde ich sehr schön. Da habe ich eine Autorentasche. Teddy. Ja, mal schauen. Ich mache jetzt noch mein Krimskrams. Wir warten auf die Post. Und dann geht's hier los. Ja, warum er mal da steht. Und hier die quarkst oder macht was tut. Sieht man ihn da jetzt. Ja. Ein so ist er ja, ne? Schon mutig. Also weil die Tür abgeht, ist er nicht mutig. Ich hab da Angst. Und wir beide so neugierig aufeinander sind. Das ist so schade, dass es nicht so wirklich. Dass das nicht vorangeht. Einfach. Ach, so ist, das andere wird super viel besser. Ich habe schon so Daniel gesagt, das wäre jetzt so das Letzte, was nach der Kastration aus dem Körper rausgeht, dass das nicht mehr ist. Oh. Mein armer Wuschel. Na gut. Ich mache mal hier weiter. Das Pflaster inzwischen abgemacht. Als wenn ich in Schlangen gebissen wurde, ey. Egal. So zwei. Puschel ich hier weiter und warte darauf, dass es hoffentlich bald die Post kommt. Während ich hier gemütlich sitze und meinen Vlog schneide für heute, hat Daniel drüben das Lernspektakel gestartet. Dann hätte ich quasi am Kratzband festgebunden. Und ich hatte jetzt noch eine zweite Leine, damit es noch länger ist und die andere so ein bisschen elastisch. Kann er sitzt daneben, damit er sich nicht irgendwie verheddert oder sonst irgendwas. Aber kaum war die Tür offen, ist Diablo rüber geflitzt, wir sind irre. An Teddy vorbei. Er hat ihn auch gesehen, als er rübergegangen ist. Er hat ihn gesehen. Er hätte auch zurückgehen können, aber er ist rübergegangen. Dann saß er erstmal auf der Kommode hinten. Teddy kam da gar nicht mehr hin. Und war wieder runter. Wieder die Couch. Und da sitzt er jetzt noch. Wollte er wieder vollkommen? Oder ist er vollkommen? Dann hat er ihn gesehen. Und dann. Oh. Hier ist was los, ey. Es wird einfach nicht. Dieses Anspringen wird einfach nicht weniger, ne? Wir sind daherjagen. Nervt ein bisschen. Alles andere wird besser, aber wahrscheinlich ist das wirklich das letzte bisschen, was dann noch in ihm schlummert. Daniel hat jetzt Mittagessen und das Leinenspektakel geht immer noch weiter. Teddy sitzt auf dem Bett.
Ja, bis hinter der Couch. Zwischendurch war er auch mal hinter dem, also da war die Balkontür offen, da saß er hinter der Balkontür, lag aber auch schon mal oben auf dem Sofa. Da konnte ich ein Foto machen, das erste Foto mit beiden auf einem Foto. Zwischendurch war ich am Locker und habe meine Turntasche gekauft, geholt. Yeah. Und die sieht gar nicht jetzt, die sieht irgendwie jetzt vielleicht irgendwie anders aus. Sonnendisplay, so weiß ich nicht. Aber sie ist genau meine Farbe. Und sie hat so viele Taschen drin. Die ist richtig toll. Auch wasserfest und so. Ja, richtig, richtig toll. Da freue ich mich jetzt schon noch mehr auf Donnerstag. Und der Laptop, der Tablet ist schon drin, ne? Ja. Banana. Passt also wunderbar rein, auch mit Hülle. Ja. Ich sitze jetzt hier auf dem Boden und warte darauf, was passiert. Wenn was passiert. Weil Diablo ja die ganze Zeit raus, also rübergehen konnte. Er wollte schon mal wieder hier vorbeilaufen. Dann sieht der Teddy, er geht wieder zurück. Ja. Ich weiß nicht, wie man das hier aufdröseln kann. Oh, das ist alles doof. Aber ich glaube, ich weiß ja vorhin immer noch, weil Diablos Augen waren nicht ganz so geweitet. Teddy ist schon. Aber Diablo hatte vorhin, als zumindest als er da hinten saß, waren die nicht so ganz geweitet. Ja, ich war in der Küche, das ist normal. Ach so, ja. Geht vielen so. Sein Küchenphänomen. Was? Das wüsste ich. Nee. Oder müsst ihr aufs Klo, wenn ihr in der Küche wart? Erzählt mal. Das ist nämlich sein Phänomen. Immer. Kann man über nachstellen. Ist immer so. Das ist total bescheuert. Aber wirklich immer. Naja, okay. So, ich sitze dann mal hier weiter rum. Der Vlog, ist der hochgeladen? Oder wollte ich ihn noch hochladen? Ich habe noch nicht hochgeladen. Ich habe noch ein bisschen Zeit abgeschnitten, ist er. Er ist fertig. Von daher passt schon. Ich habe keine Ahnung, wann das passiert ist. Ich habe eine Kamera geholt und ich habe Daniel zweimal was gesagt. Und ich wundere mich schon, warum Teddy so aggressiv in die Richtung guckt zum Tisch und irgendwann losstiefelt. So Schleichmodus. So. Ja, was hast du da runter? Wann ist das passiert? Jetzt, wo ich weg war, jetzt hockt er wieder hinten. Aber Diablo hat keine aufgerissenen Augen. Die sehen jetzt gerade relativ normal aus. Liegt da entspannt. Also sitzt, hockt, wie auch immer, da entspannt. Und Teddy ist angespannt alleine. ja. Und am Tisch. Hier was los, ey. Ich hab so Hunger. Ich hatte heute schon Eierbrötchen, aber irgendwie, ich hab so Hunger. Und ich freue mich drauf, heute gibt es wieder Nudeln mit Hackfleisch und Champignons und Rahmsoße. Oh, das hatten wir schon mal, das war so lecker. Das war einfach so lecker. Ich hoffe, es schmeckt wieder genauso. Dann nehme ich meine Nini, weil er immer irgendwas macht. Wenn man so frei schnauze. Aber ich finde es schon mal schön, dass die Diablo wirklich jetzt nicht mehr so aufgerissene Augen hat. Das ist das erste Mal, wo die beiden zusammen in einem Raum sitzen, wo er nicht aufgerissene Augen hat. Schön. Vielleicht hilft es ja wirklich, dass sie im gleichen Raum sind, dass er mir als Teddy kann ihm gerade nichts tun. Und eigentlich könnte er weg. Er muss nur schnell genug über ihn vorbei, weil das, wenn er ihn catcht, dann passiert ja auch nicht wirklich was, weil er kann immer noch weiter. Und Teddy nicht. Auch dieses Hormonzeug da drin, was dann langsam erst weggeht. Ich habe inzwischen auch schon öfter gehört, dass es eben gerade bei kastrierten Katern dauert doch noch mal länger, bis alles sich normalisiert und runterfährt und normal wird. Für uns normal, für ihn ist es ja alles normal. Gucken wir mal. Fütterungszeit. Diesmal sogar mit Paprika. Mittlerweile bin ich mit Diablo allein im Wohnzimmer. Der gerade aufs neue Klo geht. Was ich bei ihm noch nie gesehen habe. Es war immer morgens, wo er raufging. Ja, der war voll auf dem Tisch, also auf dem Esstisch. Teddy ist dazu gesprungen. Die waren wirklich nur so eine Handlänge entfernt voneinander. War erst starr. Dann wollte Teddy wieder springen.
kam aber nicht weit durch die Leine. Und dann ist er nach hinten wieder gegangen auf das Sideboard. Als er drauf war, dreht er sich und faucht ihn an. Nein, ich meinte, das war wie so ein Mittelfingerzeig. Ja. Und dann sieht ja auch putzig aus. Ich zeig mir das nicht auf Klo, aber es sieht putzig aus, wie er da rausguckt. Ja. Aber es wird besser. Also, ich habe keine. Das ist eine volle Blase, würde ich sagen. Ja, wird gar keine Angst angehabt. Natürlich, als er dann dran war, schon, aber sonst nicht. Und dann wurde Teddy eigentlich nur, er war auch ganz oben auf dem Kratzbaum, Teddy. Und so halb geschlafen. Und irgendwann wollte er einfach nur noch rüber. Gar nicht mehr zu dir, sondern rüber. Deswegen bin ich erst mit ihm rüber gezippelt. Und dann ist Daniel bei ihm drüben geblieben. Genau. Ja. Schön. Wahrscheinlich ist es so wirklich besser, wenn man die einfach machen lässt. Konfrontation ein bisschen anders und es funktioniert aber. Also es ist echt mega entspannt. Am Anfang natürlich sehr angespannt, aber irgendwie besser. Wie gesagt, dadurch beruhigt sich Teddy auch mehr. Und denkt sich auch irgendwann, wahrscheinlich, dann jemand auch wahrscheinlich zu lange schon getrennt voneinander, dass einfach nicht gut ist. Also machen wir es jetzt wahrscheinlich jeden Tag so. Und für Teddy zwar leid, dass er alleine da ist und hier so angebunden quasi, aber jo, anders geht's gerade nicht. Das sehe ich eine Weile, ich sage jetzt wirklich mehrere Stunden, nur dass hier gewesen ist. Ja. Und das lief ganz gut. Der war auch nicht die ganze Zeit in der Couch, immer kam er halt raus. Und das hier, er hätte die ganze Zeit die Chance gehabt, drüber zu gehen, die ganze Zeit. Er wollte einfach partout im Wohnzimmer bleiben. Was er ja auch darf. Also es ist ja nicht. Es ist halt nur extrem schwierig im Moment noch. Jetzt futtert er das Futter auf. Wenn ich gleich auf ist, hätte ich gehabt. Ist nicht mehr viel drin, aber er macht jetzt erstmal. Oh nein, ist hier was los. Ja, zum Beispiel neues Essen. Das ist die aber gerade vor dem Klo erschrocken. Ja, so oft hat er das noch nicht gehabt. Er geht ja nicht jeden Tag da aufs Klo. Das ist Geräusch noch sehr neu. Ich habe mich am Anfang auch mal erschrocken. Inzwischen nicht mehr. Ich habe mich daran gewöhnt, aber die ersten Male habe ich mich jedes Mal erschrocken. Und er auch, also, was denn jetzt? Ja, einfach drüber machen. Guck mal, wer hier bei mir ist. Noch habe ich unruhig. Aber ansonsten, ja, das ist besser, ne? Ja. So, jetzt sind wir hier alle wieder versammelt, außer Teddy. Der ist drüben, liegt auf meinem Stuhl und ist entspannt. Kein Randale, kein Nix. Ne? Ja. Alles schicki. Da spielt Ark übrigens gerade. Ja, ja. Und wir sitzen hier so gespannt, nee, entspannt auf der Couch. Gespannt ja, wahrscheinlich auch, weil wir nicht wissen, wie es heute weitergeht. Aber ja, ne? Ist schon gut, ist schon gut. Interessanter Tag auf jeden Fall. Guck mal, wer da ist und zum ersten Mal keine aufgerissenen Augen hat. Und Diablo liegt da hinten. Entspannt. Sehr genial. Diablo futtert da. Teddy Snap steht hier. Und Teddy ist da oben. Eben sah es aus, wenn er runterspringen will. Aber jetzt hat er sich wieder hingelegt. Mal gucken.